herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bier probieren. Heute mal mit 26 Drinks. Genau. Nee, 28 Drinks haben ihre Produktpalette erweitert. Und genau, zwar vorher hatten wir ja schwarze Dose, weiße Dose. Scheiße und Dose 28 etc. Genau. Und jetzt haben wir da noch das Ginger, Bitter Lemon und Tonic Water. Es gibt auch noch den 28 Energy Drink Classic, was ja ein Red Bull Klon ist. Und zu Red Bull Klon brauchen wir uns, glaube ich, nicht mehr äußern. Die bereichern einfach den Markt nicht mehr. Dass die das jetzt nachträglich noch in die Produktpalette mit aufgenommen haben, kann ich verstehen. Weil dann, die machen halt dann können noch Barmix. Genau, weil dann können sie halt einfach mit in die Gastro hereintreten und können halt einfach sagen, hey, ihr braucht gar nicht Red Bull, sondern ihr könnt, wir haben hier die volle Palette. Wir haben hier die volle alles abdecken, was ihr okay. in irgendeiner Form und für Mix kriegt. Das finde ich dann okay, weil meistens geht das ja eh über Verträge, dass man dann einfach wirklich eine komplette Range. Das kann ich nachvollziehen, aber wenn einer halt kommt und wirklich nur einen Klon auf den Markt wirft. Ja, das ist einfach beschissen. Aber und da kann ich es marketingmäßig, strategetechnisch nachvollziehen. Ja, das ist wieder was anderes. Ja. Aber gut. Und jetzt eben versuchen sie hier über die Mixgeschichten mit in so Bars und so weiter und Clubs reinzukommen. Und da Thomas Henry das Wasser abzugraben, ne? Ja, genau. Weil die sind da ja eigentlich so in den Großstädten in Deutschland. Genau, Thomas Henry ist so der größte Konkurrent. Und da schauen wir mal. Ginger Ale in dunkelgrasgrün, British Racing Green fast. Nee, nicht so ganz dunkel, ich weiß es nicht. Das weiß ich gar nicht. Schweppes Ginger Ale ist vom Etikett her auch grün. Auch ne? grün, ja. Ja. Nur ein bisschen heller als das. Ja. Okay. Bei Ginger Ale muss ich ganz klar sagen, da bin ich schon verwöhnt. Also zum einen von Schweppes, wobei ich Schweppes eigentlich nicht mehr so gut finde, weil es einfach... Das Thomas Henry ist geil. Ja, Thomas Henry ist anders. Das ist geiler. Nee, ist das anders. Ich mag beide gerne. Ja. Also sagen wir so, da was dagegen zu setzen, ist schon schwer. Weil ich habe schon viele Ginger Ale probiert und die meisten waren einfach kacke. Weil die einfach... Ein Ginger Ale muss meistens auch ordentlich nach Ingwer. Da muss Ingwer kommen. Und da muss auch eine gewisse Ingwer-Schärfe für mich dabei sein. Ja, sag ich ja. Und wenn das fehlt, dann... Warum dann halt, ne? Ja, yeah, dann ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann kann also ich auch eine Wurzel lutschen. Ja. Es riecht aber schon mal, es riecht nach Ingwer und man kann auch eine gewisse Schärfe schon vermuten. Genau. Allerdings nicht so wie beim Schweppes, weil beim Schweppes, das kann ich nicht einatmen, ohne zu husten. So scharf ist das. Weil das ist wirklich so. Ja, weil oftmals macht man ja den Fehler, man macht die Flasche auf und man riecht erstmal dran, wenn man diesen frischen Geruch vom Aufmachen noch mitnehmen. Diese frische Schutzgasschicht. Ja, weil das ja konzentriert ist. Da steht ja vorher Druck drauf noch und dann zerstäubt es das so ein bisschen. Und wenn man das einatmet und dann... Jetzt ist das doch vorbei. Schütt mal rein, was es so taugt. Zu lasch. Aber hallo. Ich merke gar keine Schärfe. Im Geschmack merke ich ein bisschen Ingwer da. Schärfe fehlt. Ah, war da hinten noch was? Mann. Aber ich habe jetzt einen Schluck genommen. Und beim Schweppes habe ich nach einem Schluck schon Schärfe mit dabei. Und beim Thomas Henry erst recht. Das ist ja sowas von Weichspüler. Das ist ja... Ne, und vor allem, du musst überlegen, das mischst du ja mit... Mit anderen Dingen, da wird es ja noch dünner. Dann wird es ja noch dünner, dann schmeckst du vom Ingwer gar nichts mehr. Also Leute, da ganz klar muss mehr Ingwer rein. So reicht es noch nicht. So reicht es noch nicht. Ansonsten, der Grundgeschmack ist okay. Nee, auch der Grundgeschmack ist mir noch nicht genug Ingwer. Der Grundgeschmack ist okay, ja, aber es reicht mir noch nicht aus. Ja, ja, aber wenn du mehr Schärfe reinmachst, dann hast du ja auch mehr Ingwer-Geschmack. Aber der Rest, Ingwer, Ginger Ale ist ja auch so ein bisschen süß, bisschen Zitrone und so weiter. Ja, das ist okay. Aber mehr Ingwer. Geschmack und Schärfe. Es muss nicht übertrieben scharf sein, aber es muss Ingwer spürbar sein. Bitter Lemon. Hellblau. Ja. Mach mal auf. Der Abspritzer. Interessant. Okay. Also, jetzt auch wieder den Vergleich herzunehmen. Ich finde das Schweppes Bitter Lemon finde ich scheiße. Das Thomas Henry und auch das Fever Tree finde ich nicht schlecht. Weil die halt, also vor allem beim Thomas Henry zum Beispiel, da hast du eine ganz klare Zitronen, beziehungsweise ich glaube, es geht fast sogar mehr in die Mette. Und hast dann hinten raus
schon einen leichten Bitter, der immer so ein bisschen stärker wird. Aber es ist nicht einfach nur bitter. Bei Bitter Lemon bin ich lustigerweise kein Classic-Fan. Das ist echt gut. Das habe ich noch nicht getrunken. Mach mal. Es ist echt nicht schlecht. Es ist auf jeden Fall auch besser wie das Schweppes Bitter Lemon. Aber du hast das Thomas Henry schon mal getrunken? Habe ich auch getrunken. Ist nicht schlecht, ne? Weil du hast eben wirklich... Sauber, einwandfrei. Nur das große Problem, was ich immer mit allen Thomas Henry-Geschichten habe, sind viel zu teuer. Viel zu teuer. Aber das riecht jetzt zumindest auch schon mal ein bisschen fruchtiger. Also es riecht säuerlicher, ne? Es riecht gut. Einwandfrei. Es riecht genau nach dem, was es soll. Mhm. Doch, ja. Am Anfang habe ich gerade gedacht, der Bitter bleibt aus. Und dann kommt er. Und dann kommt er aber noch. Und dann kommt er aber richtig. Das aber nicht zu bitter. Aber es ist halt eben schön. Das ist am Anfang schön Zitrone, bisschen Limette. Ja. Und dann kommt die Bitter Lemon. Und dann kippt es leicht ins Bittere. Und dann kippt es richtig ins Bittere. Ohne zu viel zu sein. Ohne zu viel zu sein. Aber es ist jetzt... Genau, es ist so eine leichte Abstufung, sind doppelte. Und das ist was man richtig, richtig gut mit Wodka mischen kann. Das kommt richtig gut. Ja, also ein Wodka Bitter Lemon. Oder auch, ja, keine Ahnung. Nee, ist gut. Sollte man nur Barkeeper sein, um so Drinks zu kennen. Ja. Nee, ist aber top. Nee. Das kann ich auf jeden Fall, das kann ich empfehlen. Ohne Einschränkung. Gut, kommen wir zum Tonic Water. Gelb, die Farbe. Gelb ist jetzt nicht untypisch für Tonic Water, weil das Schweppes Indian Tonic Water ist auch. Auch genau, aber gelb. Silbrig auf gelb und der gelbe Ho-Oh drauf. Das verliert sich halt, ne? Ja. Einwandfrei Wermut. Wunderbar. Was? Wermut? Natürlich. Was denkst du, was kommt denn da sonst rein? Chinin. Und woher ziehst du das? Was? Es ist doch nicht aus Wermut. Woher sonst? Es ist nicht aus Wermut. Also wenn wir nicht alles... Also Wermut ist Martini. Ja. Aus Martini ziehst du keine Chinin aus. Martini. Ja, aber das ist auf jeden Fall nicht aus Wermut. Guck ich nochmal nach. Also, sagen wir so, ich rieche jetzt für mich persönlich zu wenig Bitterstoffe. Wobei ja so ein Tonic eigentlich die Grätsche machen sollte. Es sollte für mich nicht zu bitter sein. Ja, also für mich auch. Also ich finde... Ein Bitterlemon? Ja, bitter. Aber ein Tonic sollte nicht zu much haben. Eigentlich ist es eher umgekehrt. Normalerweise ist es immer so, ein Bitterlemon ist leicht bitter und ein Tonic Water ist richtig bitter. Weil... Ein Tonic Water ist sowieso, die Geschichte ist, Tonic Water sind deswegen entstanden. Ja, das war wegen Malaria, ne? War das das? Ja, genau. Weil Chinin ist eben eine Medizin gegen Malaria. Und Chinin ist aber in der Reihenform so bitter, das kann man einfach nicht zu sich nehmen. Da kotzt man, weil es so bitter ist. Deswegen einfach haben sie Gin Tonic getrunken, ne? Nee, die haben erst... Die haben erst... Dings mit, also das Chinin mit Sprudel aufgefüllt, eben verdünnt und so ist das Tonic Water entstanden und haben sie das zusätzlich noch eben mit Gin gemixt. Gin verdünnt. Ja, weil einfach der Gin damals auch noch nicht die Qualität hatte und dass man den wieder verdünnt. Und so hatte man eben beides. Man hat mit Alkohol Bakterien abgetötet. Ja, man hatte den Fusel verdünnt, dass er nicht so giftig war. Und man hatte mit Chinin die Malaria vom Hals. Besser geht nicht im Tropen. Gesünder geht's gar nicht. Im tropisch-indischen Regenwald. In England. Die Engländer dort, ja. Ja, so ist Tonic Water prinzipiell entstanden. Deswegen, Tonic Water ist ja auch eigentlich außer Chinin und, gut, mittlerweile schon, aber außer Chinin und Sprudel ist es nichts. Eigentlich nichts. Mittlerweile ist noch Zitronensäure ein bisschen drin und je nachdem ein bisschen Aroma und sonst, aber im Prinzip war es das. Es ist einfach nur ein bitterer Sprudel, zack, fertig. Da merkst du auch, weil ich mag eigentlich kein Tonic Water, weil es richtig geil ist. Aber das da finde ich jetzt schon mal nicht schlecht. Also für ein Tonic Water würde ich sagen,
ist es mir fast zu zitronig, weil das da könnte jetzt genauso gut, wenn da Bitter Lemon draufstehen würde, könnte es auch ein Bitter Lemon sein. Echt? Es schmeckt nach Zitrone, es schmeckt bitter. Es hat schon, hinten raus hat es schon den typischen Tonic-Abgang, Also ich ganz finde es klar. ziemlich geil. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht geil finde, ich habe nur gesagt, ich mag kein Tonic. Ja, Und ich habe wer gesagt, kein Tonic mag, wird das hier hassen, ja. und ich hab auch gesagt, es erinnert, es könnte auch ein Bitter Lemon sein, Nee. weil es mir zu zitronig ist. Also für ein Bitter Lemon muss noch mit der Bitterheit noch mehr Süße haben als das. Ja, Und das fehlt hier halt komplett. Das aber ne, dadurch bleibt es ein Tonic Water. also für mich, aber für so das, was ich mir unter Tonic Water vorstelle, ist es mir eben zu sauer. Aber nichtsdestotrotz finde ich es interessant. Vor allem könnte ich mir das gut vorstellen, da das eben alleine auch schon wieder eine Zitronennote hat, dass das sehr gut mit Monkey 47 Schwarzer Dry Gin funktioniert, Kannst der du ja mischen, auch ja. eine ganz vordergründige Zitronennote hat. Oder auch mit einem Black Gin Distillers Cut. Auf jeden Fall. Also das ist super zu mischen. Das ist Das ordentlich zu auch. mischen. Das reicht Also nicht ganz. am Ginger, ja doch, am Ginger Ale müsste auf jeden Fall Da noch müsst ihr noch rein. arbeiten. Da braucht Schärfe, da braucht mehr Aroma. Und Aber die sind was ich euch top. empfehlen würde, also jetzt direkt an die Damen und Herren von Calidris 28, erweitert das noch zusätzlich um ein Ginger Beer und haut da dann Noch mehr richtig, Schärfe rein. richtig Ingwer rein, weil das Ginger Beer ist stark im Kommen und das braucht ihr letztendlich, wenn ihr Bars und Clubs und so weiter ansprechen wollt, braucht ihr auf kurz oder lang auch ein Ginger Beer. Weil das Ginger Beer ist, wie gesagt, im Kommen. Und das braucht ihr für Dark and Stormy, das braucht ihr für Moskau Mule, das kann man auch wunderbar pur trinken und so weiter, wer es scharf mag. Probiert das mal. Und wo ihr gerade dabei seid, könnt ihr noch eine Mate mit reinnehmen. Ach, haben sie ja, weil sie mehr oder weniger ja auch die Sohlmate mit Ja, verkauft. die Sol-Mate, die werden wir dann allerdings in einer separaten Folge dann. Richtig. Also, in diesem Sinne, danke für die Adios und danke für Spende die und Spende. adios.